Jutschen, jetzt hoffe ich mal, dass von hier kein Monster mehr kommen. Und gleich mal Kohle. Apropos, ich sollte mal drum gucken. Nicht, dass er jetzt alle 100 Steine hier verbrät. Das wäre dadurch extrem viel Kohle verschwenden. Das wäre natürlich nicht so schön. Ich muss das mal hinne machen. Soweit das auch gereicht. So habe ich das lieb. Und vor allem von einer Oberfläche hier durch die Höhlen. Ich sag's ja, diesen V6-Map-Generator, die feiere ich echt ein bisschen. Bei dem V7 hatte ich das Glück bisher noch nie gehabt. Ich habe aber auch nicht so oft damit gespielt und wirklich große Welten habe ich mit dem V7 sowieso nie gespielt. Ich habe immer vorzeitig abgebrochen, weil es mir einfach zu blöd wurde. So. Das reicht dann. Das macht er jetzt noch. Du kommst damit rauf. Und ja, dann schmeiße ich lieber dich da noch mit rein. Dann haben wir wieder ein bisschen Fleisch. 46 sollte erstmal reichen. So. Jetzt mache ich hier Steine rein. Dabei weiß ich doch gar nicht, ob wir überhaupt Steine rein sollen. Oh. So, überlegen, was machen wir hier? Wisst ihr was doch, wir lassen hier einfach hier direkt diese schönen, frisch gebrannten Steine als Verschwendung drinne. Ach, Ronny. Ich meine, wenn man sich mit Sand ein bisschen verbaut, ist ja nicht so schlimm. Kann man wieder abbauen, bleibt da so. Aber dieser Cleanstone. Der ist ja, wenn man den abbaut, wieder Cobblestone heißt. Also, das ist ja wirklich Verschwendung. Deswegen sollte man bei dem etwas aufpassen, wo man den hinbaut. So. Damit haben wir hier eine ebene Fläche aus gleichem Stein. Hier würde ich jetzt auch gerne noch Cleanstone hinmachen. Einfach fürs Auge. Denn das Auge ist mit. Ja, ja, ja. Hört auf eure Mutter, wenn sie das sagt. Eure Mutter hat immer recht. Jetzt hätte ich Mutter bei einer Mehrzahl gesagt, ey. Eure Mütter, denn ihr habt alle mehrere Mütter. Ja, ja, ja. Und wer nur eine Mutter hat, der kann sich als armen Mensch betrachten. Denn wer nur einen... Was ist denn hier los? Schon wieder das Gleiche? Oh, wieder weg? Nee. Das ist sehr verwirrend. Vor allem das Programm selber ist schon längst wieder weg. Aber ich habe noch ein Fenster hier. Dann müsste das jetzt, Programm ja wieder direkt. Echt witzig. Echt witzig. Das gefällt mir irgendwie. Also ich hatte es ja schon ein paar Mal, dass mein das einfach abgestürzt ist. Aber dieser... dass er mich da irgendwo anders hin teleportiert hat auf einmal. Das ist schon ein bisschen seltsam, weil dieses Obi, das Infinity... ist ja keine normale Zahl, sondern man muss sich ja so vorstellen. Was soll ich jetzt erzählen? Ich weiß gar nicht. Also ist ja so. Ist ja ein Computerspiel. Ne? Heißt also, es läuft auf dem Computer. Ne? Das, wo ihr dran sitzt, ist ja ein Computer. Beziehungsweise, wenn ihr das Video gerade anguckt, dann könnt ihr doch auf den gucken. Ist ja egal. Auf jeden Fall ist es ein technisches Gerät mit einer CPU. So. Und ich will schlafen gehen. Genau, perfekt. So, dieser Computer, der kann ja zwei Zahlen verarbeiten. Einmal kann er ganz normale Zahlen verarbeiten, heißt also 1, 2, 3, 4, also Zahlen ohne Komma. Das nennt man dann diese Integer, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist es bisher immer nur geschrieben. Ich will ja nicht so mit sprechen, habe ja keine Freunde. Von daher wollte ich das Wort doch nicht sagen, deswegen kein, was gesprochen wird. Aber auf jeden Fall ganz Zahlen halt, ne? So, und dann gibt es halt gerade für 3D-Berechnungen oder andere mathematische, warum ich jetzt eigentlich überhaupt Sand hin? Oh, ich rede zu viel. Und dann gibt es ja so für mathematische Berechnungen, für Simulationen, Programme, die halt Fließkommazahlen brauchen, halt auch diese Fließkommazahlen. Das ist also alles das, was wir selber so auch im normalen Leben kennen, Zahlen mit Komma. So.
Und jetzt berechnet die CPU aber diese Zahl mit Kommas nicht direkt, weil eine CPU kann das nicht. Sondern die CPU nutzt dafür die FPU. Ist heutzutage mit in der CPU integriert, ist aber trotzdem ein eigener Schaltkreis. So, und diese FPU, die kann halt auch nicht nur bei Berechnen. Kann mir irgendwer sagen, was ich jetzt gerade mache? Ja, leck mich. Da soll der Sand hin. Und diese FPU, die kann aber für Berechnungen nicht nur Zahlen zurückgeben, sondern sie kann auch so sogenannte Statuswörter zurückgeben. Beispielsweise, wenn ihr jetzt mittels der FPU, ich kriege schon wieder die Sand abbaue, das hat man garantiert nicht. Wenn man zum Beispiel mit der FPU jetzt die ganz einfache Rechnung 4 durch 0 rechnet. Wissen wir ja alle aus Mathematikunterricht. 4 durch 0 ist eine Geteiltaufgabe durch 0, also mathematisch undefiniert. Und diese FPU gibt aber dafür ein spezielles Ergebnis zurück. Und zwar dieses sogenannte invalid. Das ist eine definierte Zahl und wenn sie diese Zahl zurückgibt, weiß die CPU, aha, die FPU meint eigentlich gar nicht diese Zahl, sondern ist eine spezielle Zahl und die FPU meint damit eigentlich, dass man durch 0 dividiert hat oder irgendein anderes mathematisches Verbrechen begangen hat. Na, so richtig so mit Räuber und Gendarm. Und kann dann darauf halt reagieren. So. Und wenn ihr oben bei der ganz ersten Zahl, wo jetzt diese minus 103 steht, ist ja auch eine Floatpoint-Zahl. Und wenn da Infinity stand, dann ist das also auch keine Zahl, sondern ein Status. Oder, ja. Also eine besondere Zahl halt. Und das Kuriose ist jetzt, Alter, wie ich echt aus einer Mücke einen Elefanten mache. Jetzt rede ich hier 3 Stunden lang nur darüber, oder? Ist auch egal. Auf jeden Fall, wenn er oben für Infinity steht, dann ist das nicht gewollt, sondern das ist definitiv ein Programmierfehler. So, das wollte ich eigentlich sagen. Und jeder, der mir das nicht geglaubt hat, ist ein Arsch. So. Jetzt muss ich mal gucken. Hier genau, hier mache ich dann den Eingang zum Haus. Soll ich das vielleicht ein bisschen zentraler machen? So ungefähr. Tada! Ah ja, ich hab ein Ei auf dem Kopf. So. Hier machen wir zu. Nee, das nehme ich raus, weil das sind ja außerhalb des Hauses. Da kommt dann überall schön Erde rein. Beziehungsweise später dann vielleicht, wenn ich denn mich um die Wege kümmere, dann noch ein richtiger Kiesweg. Aber jetzt erstmal Sand. So, dann nehme ich Cobblestone als Vorderfassade. Wo ist die Haustür? Die hat eine Breite von 9. Heißt also, ich kann hier schön. Hier schön, wenn ich mal schön wäre, die Haustür rein bezimmern. Das heißt natürlich, dass das ganze Clean Zone hier drunter natürlich völlig verschwendet war. Außerdem habe ich so wenig. Nee. Machen wir anders. Ich zimmer mal die Wand hier nochmal raus und setze die ein nach draußen. Erstens wird dadurch unweigerlich und unleugbar. Leugnen, baba, mama, mama, mama. Egal, unsere Hausgröße. Und zweitens habe ich dieses Cleanstone darunter nicht verschwendet und brauche mich vor niemandem rechtfertigen. Vor niemandem. Das ist ein schönes Gefühl. Und das Schwein schluckt da gleich. Yay. Seht ihr, Leute? So leicht bekommt man Fleisch. Wenn das im Echten auch so wäre, dann wäre das schön.
Dann bräuchte man einfach nur in einen Laden seiner Wahl gehen, weiß nicht, Lidl, Netto, Aldi. Bräuchte einfach nur warten, bis da irgendein Kunde in irgendeiner Pfütze landet, dann irgendwann ertrinkt in der Pfütze und dann könnte man ihm einfach sein ganzes Fleisch wegnehmen. Wobei, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist ganz schön eklig. Ah, nee, lieber nicht. Das ist ja auch Kingston. Achso, ja, das war ja noch das originale Kingston hier drunter. Bin ich jetzt gerade echt dem Kingston hinterher gerannt? Oh, Leute. Ach ja. Man lernt nie aus in dieser Welt. Ein Monster. Sag mal. Stimmt ja. Das ist jetzt ein Nachteil von dieser Welt hier. Hä, von dieser Welt, sag ich schon. Eben, auf Gestein spawnen Monster. Heißt also, ich muss die Wohnung hier ausgeleuchtet lassen, damit sie kein Monster spawnen. Och nö. Das ist jetzt natürlich Dreck, Kacken, Scheiße. So, und die kommt in der Haustür rein. Die Wand wird dann einfach hochgezogen, beziehungsweise oben kommt dann wieder Fenster rein, hat dann schon noch mehr Ausblick. Das wäre eigentlich die Idee. Eben, weil das sowieso so ein Haus ist, vom Rein sein, aber kann ich ja hier direkt Glas machen. Hier nach und dann nach da. Das dürfte dann eigentlich gut aussehen. Wollte ich gucken, was ich denn hier mache, ob ich hier noch eine Erweiterung mache oder ob ich die Tür oben auch aus Glas mache. Na doch, das wäre. Doch, das mache ich auch aus Glas. Hat man hier so richtig schöne Aussichtsplattform. Naja, Plattform kann man sich wirklich nennen. Aber man hat schön Blick auf die Natur. Das wollen alle. So greife ich das Viech nicht mit dem Schwert an. Alter. Apropos, ich muss was essen. Sonst falle ich hier gleich im wahrsten Sinne des Wortes vom Fleisch. Bin ich nämlich bei dem nächsten Monster tot. So, fertig. Darauf muss ich unbedingt mal achten. Na, hier sieht es also jetzt noch ein bisschen schäbig aus, aber ich hoffe mal, mir sei verziehen. Das hier ist aber noch ein bisschen schäbig. Ich gebe mal ein bisschen Sand hin oder ich klopfe den ab. So geht's auch. Tür. Wir brauchen hier eine Tür. Dann brauche ich noch mal Holz. Das passt ja perfekt. Da 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 da. Da da. So. Haben wir eine schicke, schnieke Holztür. Ab. So, damit haben wir den Raum erstmal. Ich stelle hier erstmal provisorisch ein paar Fackeln auf, weil das geht ja so nicht. Guck mal, hier werden Monster wie am Fließband spawnen. Da müssen wir also noch was machen. Nee, wir haben erstmal 40 Fackeln. Werden wir jetzt hier nicht alle brauchen, aber Fackeln wird man immer welche haben. So. 1, 2, 3, das wird nicht passen, denke ich mal. Mag ich doch. Passt nicht. Kommst du weg. Uch, Gott ey. So. Ja, wenigstens das passt. Nö, ja, da ist es zwar nicht quadratisch, aber doch trotzdem schön. So und so und so. Sieht jetzt irgendwie aus wie eine Opferstelle, wo man so kleine Mädchen hinbringt, die noch Jungfrauen sind und die man dann mit einem Schaf kreuzigt, nicht kreuzigt, sondern kreuzt, so rum, und diese dann seinem Gott vorlegen kann, auf dass man immer schönes Wetter bekommt. Denn sowas mögen antike Leute. Ha? Frisch vergewaltigte Mädchen mit Schafen kreuzen. Ey, wie hohl ist eigentlich, egal, ist glaub mal hierfür ist das falsche Thema. So, auf jeden Fall sieht es hier so aus. Sollte es zwar nicht so sein. Mit dem Sand, da muss ich auch nochmal eine Lösung finden. Das sieht hier so doch ein bisschen behinderter aus, als ich dachte. Vor allem dadurch, dass hier auch Gras ist. Das ist natürlich im Haus absolut dämlich. Vor allem hat das jetzt irgendwie ein Feeling von einer Lagerhalle. Gut, ich meine, hier kommen noch Zwischenwände rein. Trotzdem, also mit dem Sand muss ich hier wegbekommen. Aber gut, ist das erstmal ein Haus? Und ich hoffe, es ist auch sicher. Ich werde aber jetzt erstmal hier mit geschlossener Tür schlafen. Ja, perfekt. So. Dann werde ich doch gleich mal Feierabend machen. Und dann würde ich mal sagen, das nächste Mal mit einem neuen Texture-Pack, wenn ich daran denke. Und auf jeden Fall werden wir dann mal Höhlenerkundung machen. Wie genau, muss ich gucken. Ob wir hier einfach reinkramen oder uns erstmal eine Höhle suchen.
Übrigens habe ich das auch noch nicht deaktiviert, so und so. Es war jetzt ein bisschen spät, aber egal, wir jetzt die letzten 5 Minuten spielen wir ohne den Ding. Ja, ja. So, apropos, dadurch, dass ich jetzt eine zusammenhängende Session gemacht habe, kann ich natürlich nicht bei jeder Folge die aktuelle Welt mit ranhängen, klar. Sondern ich werde nur bei der letzten Folge, also wenn die jetzt endet, also in der 4. Folge jetzt von der Session, werde ich die aktuelle Welt mit ranhängen. Und bei den anderen Folgen noch die letzte Welt. Das werde ich wohl jetzt immer so machen. Es gibt zwar hier eine Rollback-Funktion, wo man auch Stände wiederherstellen kann, aber davon, das habe ich noch nicht so aktiv genutzt. Und bei dem ersten Versuch und bisher einzigsten Versuch ist das auch gründlich schief gelaufen. Hat er gesagt, diese Funktion ist deaktiviert. von daher lassen wir das erstmal. Sondern wir machen es so. Ja. Dann würde ich mal sagen, noch ein paar Mal rumdrehen, Kniestütze, Kniebeuge meine ich doch, und Liegestütze, vielleicht ist das so, ach, gibt's hier gar nicht, ja, noch nicht, siehst du, was ich auch noch gucken wollte, funktioniert eigentlich diese Zoom-Taste? Nein, funktioniert nicht, normalerweise ist die Z-Taste, was habe ich denn jetzt gedrückt? Ah. Scheiß Angewohnheit. So, das war richtig. Das Filmmodus ist jetzt. Ach, das ist ja eigentlich schon aktiviert. Glaube ich zumindest. Oh, ich hatte die ganze Zeit ohne Filmmodus gespielt. Aber ich habe ja jetzt, wie gesagt, ein neues Songverzeichnis. Ist mir halt aufgefallen. So. Ah, jetzt funktioniert. Ist mir echt die ganze Zeit auch mir aufgefallen. Naja, gut, okay. Das ist ja jetzt auch rausgesprungen. Aber die Z-Taste. Da muss ich mir, glaube ich, Privileg für geben. So, Grand Single Player Zoom. So war das. Und das kann ich auch mit der Z-Taste perfekt zoomen. Das ist sozusagen mein Fernglas. Und wenn ich mal ein bisschen langweilig bin und auf Quack bin, kann ich auch so laufen. Virtual Reality. Ich bin auf Quack. Okay. Auf jeden Fall sollten wir jetzt mal die Beine in die Hand nehmen. Übrigens, Renn ist, wenn man die W-Taste und die E-Taste zusammen mithält. Also, die E-Taste halt. Renn. Jutschen, dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt Feierabend. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme. Bei der nächsten Folge. Ja. Würde ich mal sagen, machen wir so. Jutschen. Vielen Dank, dass Sie mit Air Pandora geflogen sind. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dürfen Sie sich jetzt am Arsch lecken. so, Ton ist aus. Und dann würde ich mal sagen, Feierabend.